ich schon erwartet. Na, suchst du noch eine Location für morgen? Ach, Ritter. Zum 100. Mal, ich feiere mein Geburtstag nicht. Ach komm, ein bisschen feiern tut doch gut. Hey Leute, Schluss aus, basta. Ich feiere mein Geburtstag nicht. So viel steht fest. Außerdem habe ich gar keine Location gesucht. Ich habe den Einzelverbindungsnachweis von Frau Engelhardts Handy gecheckt. Und? Was Interessantes dabei, Krass? Kann man so sagen. Sie hat des Öfteren mit ihrem Anwalt telefoniert. Und worum ging es bei den Telefonaten? Um ihre Scheidung. Wir reden wahrscheinlich ziemlich teuer zu stehen gekommen. Ganz sicher sogar. Die beiden hatten nämlich keinen Ehevertrag. Sie hatte die Hälfte seines Vermögens bekommen. Boah, für mich ist das ein super Motiv. Ja. Aber der Ehemann von ihr kam mir am Tatort wirklich ziemlich fertig vor. Was ist denn mit dem Typen, der den Schmuck beim Pfandleiher verticken wollte? Wir haben mit seiner Freundin gesprochen, sein Alibi stimmt. Na gut. Hey Jungs. Das ist Herr Frese. Er kann Angaben zu unserem Fall machen. Oh, schönen guten Morgen. Bitte, nehmen Sie Platz. Schießen Sie mal los. Ja, also, ich habe morgen Zeitung gelesen, von diesem Engelhardt-Mord. Da war ja auch ein Bild drin von dem Mann, von Magnus. Ja, ja, weil ich kenne Magnus. Wir sind zusammen in die Schule gegangen. Und das ist gar nicht lange her, weiß nicht, 2, 3 Wochen oder so. Da waren wir gemeinsam mal einen trinken. Ich finde, lange halte ich das nicht mal durch. Meine Frau ist unerträglich. Die ist die Hölle auf Erden. Nörgelt nur an mir rum, weil ich zu viel arbeite. Aber meine Kohle nimmt sie gerne. Scheiß Weiber. Mit geht gar nicht. Aber ohne? Finde ich auch vor kurzem, oder? Ich hasse den Jena. Manchmal würde ich sie am liebsten erschlagen. Naja, sie beide hatten ja offensichtlich ganz schön angetankt, oder? Ja, klar, okay, aber ich meine, der war echt angefressen auf seine Frau und ich will den jetzt nicht reinreiten. Aber der hat dann erzählt, dass er sich einen Baseballschläger besorgt hat. Und für eine Karriere in dem Sport sind wir echt zu alt. Ein Baseballschläger? Ja. Ich tippe mal auf einen Baseballschläger. Der war offenbar mit so einem transparenten Lack überzogen. Ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war. Vielleicht wollte der einfach mal nur Dampf ablassen, aber ich fand, Sie sollten das wissen. Haben Sie es jetzt gesagt oder nicht? Ich weiß nicht, kann sein. Ich war betrunken. Hören Sie, wir wissen, dass sich Ihre Frau von Ihnen scheiden lassen wollte. Und wir wissen auch, dass eine Scheidung für Sie verdammt teuer geworden wäre. Das geht seit Jahren so. Regina hat immer mit Scheidung gedroht. Sie hat es nie wirklich ernst gemeint. Aber Sie müssen schon zugeben, dass es ziemlich merkwürdig ist, dass Sie ein paar Tage vor der Tat einem alten Schulfreund erzählen, dass Sie Ihre Frau am liebsten erschlagen würden. Er hat sie ermordet. Wissen Sie, ich war total blau in dieser Nacht und ich hatte einen absoluten Filmriss. Aber ich erinnere mich jetzt wieder, er hat mir einen Deal vorgeschlagen. Ach ja, ein Deal. Ja. Er wollte meine Frau umbringen und dafür sollte ich den Freund seiner Ex-Freundin umbringen. Ich habe das alles für einen Witz gehalten. Bis gestern. Sorry, aber das glaube ich Ihnen nicht ab. Bitte glauben Sie mir. Ich weiß ja, ich kann es ja selber kaum glauben. Wir haben in der Garage was gefunden. Die Fingerabdrücke darauf gefunden. Nee, Michael, da hat jemand richtig gründlich sauber gemacht. Ich denke mal, wir haben unsere Tatwaffe. Sagen Sie, Herr Engelhardt, spielen Sie Baseball? Danke. Nein. Der gehört mir nicht.
Ich weiß nicht, wie das Ding hierher gekommen ist. Sinnvoll habe ich festgenommen. Sie stehen im dringenden Tatverdacht, ihre Ehefrau ermordet zu haben. Ja, waren schon mal. Du willst wirklich nicht feiern? Naja, vielleicht im kleinen Kreis. Also, ich hätte ja morgen Zeit. Ja. Okay, dann feiere ich meinen Geburtstag. Ich sag dir noch wann und wo, ja? Okay, ich freue mich. Ich mich auch. Bis später dann. Ja. Na also, geht doch. Wusste ich doch, dass Annika es schafft, dich zu überreden. Du steckst dahinter. Miststück. Und? Wie ist es gelaufen mit Engelhardt? Ja, also er bleibt dabei, dass Frese der Täter sein soll. Obwohl alle Fakten gegen ihn sprechen. Die Holzsplitter, die der Doc in der Wunde des Opfers gefunden hat, stammen eindeutig von dem Baseballschläger aus seiner Garage. Die haben eine Tat verfunden, Motiv. Aber genau das stört mich mittlerweile. Ich meine, der Frese, der taucht hier einfach auf, erzählt eine wilde Geschichte und was von dem Baseballschläger. Und schwupps finden wir das Ding beim Engelhardt in der Garage. Ist doch alles ein bisschen einfach, oder? Glaubst du jetzt diese komische Geschichte von Engelhardt oder was? Naja, aber Michael könnte recht haben. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht über den Frese und habe herausgefunden, dass seine Ex eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt hatte, weil er sie gestalkt hat. Also nach dem, was die Frau mir alles erzählt hat, muss der total Psycho sein. Wir gehen der Sache nochmal nach. Gerrit, wie war das? Du sagst dann noch genau wann und wo, hä? Eine Weile her, die saßen da hinten und haben sich volllaufen lassen. Oh, haben Sie vielleicht mitbekommen, worüber die beiden geredet haben? Ja. Ich befreie dich von deiner Frau. Und du erledigst im Gegenzug den Stecher von meiner Ex. Wir? Die. Machen wir noch zwei. Jungs, ihr habt genug getankt. Letzte Runde. Auf die Rache an den Weibern. Anwesende ausgemacht. Ich hab das alles für blödes Gelaber gehalten. Ja, vielleicht weiß das jemand. Vielen Dank erstmal. Ja, wiedersehen. Danke. Tschüss. Also, der Engel hat nicht gelogen. Frese hat ihm den Deal vorgeschlagen. Wer weiß, ob das Frese überhaupt ernst gemeint hat und den Mord auch durchgezogen hat. Oder ob er Engel hat nur auf eine gute Idee gebracht hat. Robert, glaub mir, Frese war's. Komm, wir fahren noch mal zu dem. Wir wissen jetzt, wie das Gespräch zwischen Engelhardt und ihm abgelaufen ist. Sie haben ihm einen Deal vorgeschlagen. Deal. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Dann erklären wir es Ihnen nochmal. Sie haben Regina Engelhardt getötet und es wie einen Raubüberfall aussehen lassen. Nachdem sie sie erschlagen haben, haben sie ein paar Sachen von ihr mitgenommen. Blöd nur, dass wir die gefunden haben. Das ist eine tolle Geschichte. Ich weiß noch nicht, was ich damit zu tun habe. Wir waren ja noch nicht ganz fertig. Jetzt war Engelhardt am Zug. Er sollte den neuen Freund ihrer Ex-Freundin töten. Aber er hat gekniffen. Also haben sie versucht, ihm die Tat in die Schuhe zu schieben. Wir haben die Tatwaffe in seiner Garage versteckt. Und am nächsten Tag sind sie einfach bei uns reinspaziert und haben Engelhardt belastet. Na, so war es natürlich nicht. Ihr habt nichts, Freunde. Ihr habt überhaupt nichts. Ihr habt gar nichts, außer einer völlig absurden, ausgedachten Geschichte. Kommt wieder, wenn ihr Beweise habt. Und jetzt raus hier! Raus! Hm.
Er war es auf jeden Fall. Ja, klar war er das, aber ich habe noch leider nichts gegen den Mann in der Hand. Und der ist nicht blöd. Mann, 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 echt. Was ist? Was hast du da? Ich denke unseren Beweis.